an alle Gewerbetreibende. Die ganzen Medienläden, die auf euch zukommen und euch Mediengeschäfte anbieten, die dann auf einen Monitor irgendwo in 20, 30, 40, 50 oder 100 Kilometer Umkreis geschaltet werden. Es gibt da so Sachen wie Media-TV, die noch nicht einmal, also Media-TV, die noch nicht mal einen Index haben, damit man weiß, wo die sind. Dann gibt es das Ambiente-TV, da weiß man auch nicht, was da so abgeht. In Wirklichkeit ist das irgendwo in Hamburg. Also momentan laufen sehr viele Leute rum in den Geschäften. Hiermit wird die Warnung ausgesprochen, weil sehr viele Fachkunden, also Gewerbetreibende, Friseure und alles hier auch Kunden sind. Die brauchen ja auch schließlich Werbematerial und Copies und so weiter, Bilder und so weiter. Wir sind ein richtig gutes Studio hier, haben Laufkundschaft und ich stehe auch mit meinem guten Namen hier vor dieser laufenden Kamera und stelle fest, dass die Grundidee CeBIT 1995 mit diesen Medien, Web-TV und das Ganze, das Jonglieren mit Bildern, bewegte Bilder als Stilmittel für die Verkaufssektion, ja, nicht Mediensektion, sondern Kaufsektion, dass die, wie gesagt, jetzt wieder im Jahre 2018, 2019 jetzt so langsam aus die staatliche kommen und das Ganze, was 1995 angeboten wurde von der CeBIT, jetzt euch gerne verkaufen möchten. Nur, wir haben festgestellt, wir brauchen das alles gar nicht. Kein Mensch achtet auf Werbung, die da auf irgendeinem Monitor läuft. Ich habe hier viele Experimente durchgeführt und mir das angesehen, ob ein Kunde überhaupt sich das anschaut. Nein, macht er nicht. Ein Kunde kommt rein in ein Geschäft und macht. So, wenn eure Werbung angeblich bei McDonald's läuft, ja, kein Mensch achtet auf diese Werbung, wenn auf die Musik, aber nicht auf die Werbung, der will seinen Burger essen und geht dann wieder, ja. Wenn, dann müsste man das ziemlich spielerisch machen, dass Kinder Lust hätten, sich da rumzudatschen, da in Wirklichkeit instinktiv die Werbung in sich aufnehmen. Ich verweise auf den Film Mord von der Stange. Mord von der Stange, wer den noch kennt, den gibt es leider noch nicht auf DVD, wenn, dann nur in Ursprache, in Original. Ich müsste den mal raussuchen und euch zeigen. Mord von der Stange mit einigen Superdarstellern damals. Also, Schrägstrich. Alles, was so in den 70ern erfunden wurde. 1927, Metropolis zum Beispiel. Ne? Ist doch heute Wirklichkeit da. Ne? Okay, aber so ungefähr, wir werden überwacht und was weiß ich. Merk das doch mal. Tipp doch mal zigmal Otto ein. Dann geht zurück nach Facebook und irgendwann erscheint in eurem Ambiente in Augenhöhe Otto. Ja, Otto verkauft euch dann. Oder Amazon. Ja, immer schön bei Amazon rumklicken. Und ruckzuck, ihr seid bei Facebook, kommt Amazon. Ja, ist halt so. Also die bewegten Bilder, meine lieben Freunde. Bin gebeten worden, ich mache es, weil ich stehe zu euch, stehe zu jedem Kunden, ich helfe auch jedem Kunden. Weil wir Sondersender NRW TV, Ultra HD Web TV, uns gibt es schon sehr lange und wir sind auf der Seite des Rechts. Also Recht. Und wir vertreten auch das Recht. Ja? Also lasst euch da nicht über Löffel barbieren durch irgendwelche Medien, die noch nicht mal einen Index haben, wo man nachlesen kann, wo die überhaupt herkommen. Das ist wichtig, ja. Ambiente TV, da war ja richtig was los. Einige hatten ja recalled, ihr müsst da richtig knallhart, sonst habt ihr 3 Jahre richtige Verträge da und dann geht es aber richtig zur Sache und ihr seid arm. Arm wie Kirchenmäuse und die Geschäfte laufen dann keinen Meter. Keinen Meter. Ihr müsst bedenken, keiner will mehr heute durch die Überflutung Werbung sehen, ob nur auf sein Handy oder sonst wo. Ja, das wollen die Menschen nicht. Ja? Werbung muss ganz neu hochgefahren werden, Werbung muss ganz neu auf den Weg gebracht werden, jedenfalls nicht so. Wir haben in den Schaufenster Monitor gestellt, wir haben gezielt, wenn ein Kunde da war und so weiter. Heute will man die schnelle Mark machen, auf Deutsch gesagt den ganz schnellen Euro. Früher nannte man das, wie gesagt, die schnelle Mark machen. Ohne Leistung, ohne alles. An alle. 800 Millionen werden demnächst keine Arbeit haben. 800 Millionen. Auf der Welt ist nicht viel. Bei 7 Milliarden, 8 Milliarden Menschen. Aber trotzdem, fängt klein an. 800 Millionen werden keine Arbeit haben. So, und wenn das so weitergeht, wird nur ein Drittel der Bevölkerung, also ein Drittel der 7 Milliarden werden Arbeit haben.
und zwei Drittel nicht. Denkt mal drüber nach, was da so alles abgeht. Geht mal in euch. Ne? Hallöchen, hallo. An alle, die Produkte verkaufen möchten, ob das nun Friseure sind und so weiter und so fort. Wenn wir ganz ehrlich sind, wer nicht weiß, wo ein Burgerladen ist, McKing oder der andere, unter uns Friseurladen, Werbung machen. Also, bei uns zum Beispiel, wollen wir aus der Tür gehen, da kann ich mir Friseure auf der Straße aussuchen, so viele Friseure, wie da ist, da brauche ich keine Werbung. Ja? Ich brauche keine Werbung. Ich gehe da hin, lasse mir meine Haare machen, okay, ich habe keine, aber ihr versteht, was ich meine. Ja? Also, ich kann euch die wirklich aufzählen. Zahnärzte zum Beispiel, da brauche ich keine Werbung für Zahnärzte. Ich habe hier tonnenweise Zahnärzte um mich herum, ist so. Brauche ich keine Werbung. Gehe ich hin, zack. Und wenn ich bei dem Sitz, wenn ich beim Onkel Doktor sitze, dann muss ich nicht sehen, dass es irgendwo einen Friseur gibt oder einen Burgerladen. Also, das ganze Medien da, Medien-TV, seid vorsichtig. Ich meine, wenn ihr es selber anbietet, ist es okay. Wenn ihr seriös seid und seriöse Sachen anbietet, wie E-Casting für Schauspieler oder so, dann ist das ja in Ordnung. Wir bieten also E-Casting für Schauspieler an. Die bekommen ihre Sachen, bezahlen dann und nehmen das dann. Und wir, safe. Ja, wir sind hundertprozentig ehrlich zu allen Kunden. Hier waren schon sehr viele Schauspieler, die ihr E-Casting gemacht haben. Ja, für die haben wir dann das in Szene gesetzt und damit sind die dann los. So, aber so manch eine Casting-Firma sagt auch, man schiebt mir nur einfach was von dem Handy. Ja, ist halt so. So, ich hatte hier seriöse Schauspieler, die das halt richtig machen wollten, wie Schauspieler ihre E-Castings nun mal machen. So. Dann werden hier die Showreel zusammengeschnitten, dann wird drüber gesprochen, was möchtest du da drin haben. So, kann man haben. So wie vorhin das Kino in Gelsenkirchen da, machen die eine riesen Session. Okay, da war richtig was los. Also zwei Tage für gebraucht, um das fertigzustellen. Aber egal, ja. So zwei Tage gebraucht, um es fertigzustellen. Und wenn man dann den Preis auf den Tisch legt, flippen die alle aus. Was? So viel? Ja, ist halt so. Wenn man richtig arbeitet, 48 Stunden für einen Auftrag, da kann man das nicht für 10 Euro machen, das geht irgendwie nicht. So, und diese Medienfirmen hier, ob nur Medien, HD, Medien-TV oder Ambiente-TV, wie die sich alle nennen, ich werde mal recherchieren. Ich kann euch nur warnen. Ich kann euch nur warnen, es nicht zu machen. Ja? Die sind zwar überall geschaltet, aber das ist nur was für die fetten Großen. Wirklich für die fetten Großen, die sich das leisten können. Keiner von euch kann sich im Monat mal eben 1000 Euro Werbekosten leisten. Also ich brauche keine Werbekosten. Das hier ist schon Werbung genug bei YouTube und so weiter. Aber diese Warnung, wie gesagt, möchte ich euch auf den Weg geben. Ich habe jetzt sehr viele Kunden, die sich geprellt fühlen, ob das Apotheker waren. Wenn man ganz ehrlich ist, wenn eine Apotheke Werbung macht, diese Stop-Motion-Bilder, ja? Überall so Step-Motion-Bilder, Werbung macht. Bin jetzt bei Rewe, sehe dann den Apotheker da, irgendwo in Duisburg. Ich fahre doch nicht nach Duisburg oder zu Duisburg, zur Apotheke. Ich gehe zu meiner Nachbarsapotheke. Ist halt so. Dann sollten wir mal irgendwann mal, keine Ahnung, dann vielleicht, mag sein, aber dann wirklich so, wie wir es damals in den 70ern auch gemacht, hier in der Innenstadt hatten wir einen riesen Fernseher. Okay, das waren richtig Module, also nicht so ein Fernseher, wie ihr es kennt, sondern es waren wirklich so Module, so richtige Leuchtmodule, die aneinandergereiht und dann durch einen Computer zu einem fertigen Bild, dann suggestiv, so wie in London am Piccadilly, um der Ecke sind ja auch diese großen Sachen, oder in New York, da die großen Money Plays. Das ist okay, die werden aber gezielt. Da sitzen welche gezielt und da ist es noch. Also in Amerika macht es Spaß, in London macht es Spaß, aber nicht hier in Deutschland. Also hier in Deutschland macht Medien-TV keinen Spaß, weil das einfach nicht richtig läuft. Ja? Amerika ist es gewohnt, die brauchen das, die haben alle Ecken, haben die Fernsehsender. Ja, das haben wir hier alles nicht. So. Und wenn wir doch Arbeit konzipieren, hätte ich nichts dagegen, wenn das Medien-TV meiner einer 75 bei den Pixelvätern als Sohn schon und dann wie gesagt Firma etc. Medien 2000 und was weiß ich nicht alles, das schon längst betrieben hat, ja auch berechnet hat, wie lange jemand braucht beim Essen zum Beispiel.
ja, suggestiv da ein bisschen Werbung laufen lassen, aber das interessiert keinen. Es gab auch Spezialwerbung mit einem Spezialbeamer. Da hatten die Leute natürlich Spaß. Ja, die saßen da, warteten auf ihr Essen. Auf einmal ging da eine Tür auf den Tisch, kam Mannequin raus und all solche schönen Sachen. Und hat dann den Teller suggestiv gedeckt, den Mund angeregt, ne, und so. Da hat man die Leute dann schon irgendwie. Aber das sind dann so die Gag-Restaurants, wo man da solche Sachen machen kann. Den Wilddieb zum Beispiel, das war auch so ein Gag-Restaurant. Hat auch viel Spaß gemacht, ja. Sobald es geklingelt hat, hat jeder gelacht, weil jeder wusste, da war einer auf Toilette und hat wieder unter dem Rock geguckt. Und dann hat, oder plötzlich ging der Sitz runter oder ging hoch oder Wasser spritzte irgendwo. Es war schon eine lustige Geschichte. Es waren aber Themenkneipen, die man nicht so, oder Halloween-Kneipen oder Last-Dinner-Kneipen, die gibt's, die haben wir hier. Da könnt ihr, also ihr seid am Essen, auch bei Goop, könnt ihr essen und dann Varieté und so. Das sind Themenblöcke, wo man hingehen kann, wie Starlight Express und so. Das sind also Sachen, wo man sich unterhalten lassen möchte. Und wenn man dann bei der Unterhaltung noch essen kann, ist okay. Und dann ein bisschen Werbung dabei, ist okay. Ob die Werbung genommen wird, weiß man nicht. Also meiner einer hat sie nie genommen. Mich interessiert Werbung nicht. Ja, so ist das. Und das ist die Werbung. Also jetzt, Achtung, bitte achtet darauf, ob ihr jetzt bei Ambiente TV unterschreibt oder hier bei diesem HD Media TV. Seid bitte vorsichtig. Ihr habt Wahnsinnsverträge dann an den Backen, die sehr wehtun, da wieder rauszukommen. Das ist einfach mal so eine Warnung von uns, vom Sondersender HD bzw. Ultra HD Web TV. Wir mögen unsere Kunden, wir hören zu. Und weil wir unsere Kunden mögen, mögen wir es nicht, wenn die über den Löffel barbiert werden. Auch euch nicht. Euch Facebook-Indianer und Cowboys. Ja, ihr kennt uns, wir sind schon lange hier und wir haben auch viele Schauspieler hier gehabt, die also viele Sachen hier schon gemacht haben und es macht tierisch viel Spaß, mit den Schauspielern auch hin und wieder mal zu diskutieren und dann sich darüber zu unterhalten. Einige haben jetzt Dreh, ja, es gibt ja die neuen Shortcuts bei YouTube, die Filme laufen zwischen 15 und 22 Minuten, die sogenannte Norm oder 3 Minuten, ein 3 Minuten Cup, ne, ein 15 Minuten Cup, ein 20 Minuten Cup, kommt noch aus der alten Zeit des Films, des richtigen Films. Ja? Man hatte ja nur 3 Minuten auf 15 Meter bei Super- und Normalacht. Und dann kamen 16 Minuten, 35, 78, da war ja schon jemand ganz anderes, eine ganz andere Hausnummer. Wir helfen Step by Step bei den Groundern, also bei den Einfachen, total Normalen. Ja? Und bedenkt, wie gesagt, und vor allen Dingen die Gewerbekollegen und Kolleginnen, passt bitte auf, dass ihr nicht ständig über den Löffel barbiert werdet. Ja? Werbung, die Werbung, die ihr ausgeht, kommt nie wieder rein. Denkt drüber nach. Wollte ich nur gesagt haben, weil ich jetzt heute hier sehr viele hatte. Es war ja so eine Art Halloween-Geschichte und da ist ja auch einiges so abgelaufen und was weiß ich nicht alles. Also wie gesagt, ich wünsche euch wirklich das Beste, nur das Beste, aber achtet bitte drauf, dass das nicht ausartet, dass ihr dann da steht und sagt, ey, wo läuft denn meine Werbung? Ihr seht sie doch gar nicht. Ja? Ihr wisst doch gar nicht, wann eure Werbung kommt, wenn die geschaltet wird. Also das für so viel Geld. Also lasst es sein. Macht lieber selber Werbung. Lauft lieber selber rum. Ja? Aber macht es nicht so. Macht es nicht. Also das ist eine Warnung. Ein Appell, passt auf euch auf, mit, ob das HD Media TV ist oder Ambiente TV ist, ob das überhaupt eine Werbungsfirma ist. Vor allen Dingen geht immer erst gucken, wo sind die überhaupt im Impressum. Wenn einer an der Theke steht, euch einen erzählt, er kommt aus der Stadt, wo er gerade wohnt, und nachher stellt er fest, ey, das ist ja eine Firma irgendwo in Hamburg, irgendwo in Köln oder irgendwo in Moskau. Ne? Denkt drüber nach, tut es einfach. Das ist einfach mal so eine Warnung. Weil heute so eine Menge los war, waren wieder viele Vertreter da, die einem Medien-TV verkaufen möchten. Ne? Ja. Ja, wir sind Media. Wir sind es. Wir produzieren, machen und tun. Aber wir würden sowas nicht tun. Wir sind schon viel, viel weiter. Wenn, machen wir das live. Live schalten. Werbung, live schalten. Und nicht so schalten. Ne? Ich stehe nicht beim Mediamarkt und gucke, was der Friseur da macht. Oder irgendeine Bude oder irgendein, keine Ahnung,
Pizzeria oder so. Ist eine teure Geschichte, das Medien-TV. Denkt dran, Werbung, meine lieben Freunde, kann teuer werden. Ich spreche jetzt wirklich alle an, die, wie gesagt, damit zu tun haben, weil sie ein Geschäft haben, weil sie ein Unternehmen haben. So fett klein sind wir nicht. Wir Kleinen müssen zusammenhalten. Die fetten Großen machen sowieso, was sie wollen. Ne? Alles klar. Da bin ich nochmal. Ich muss noch ein bisschen Zeit überbrücken, weil ich für einen Kunde da gerade noch was mache. Ich meine, ich habe ja gesagt, dass ich 55 Stunden Film machen muss und das ist eine Menge. 55 Stunden Film und das dauert. Ich sehe gerade, da ist irgendwas schiefgelaufen, aber kümmere ich mich gleich drum. Ja, so was passiert schon mal. So, was ich sagen wollte ist, wenn man also Werbung macht, ich mache jetzt einfach mal Werbung. So, wir bieten eine Menge an. Wir bieten halt Fotos aller für Schauspieler für die ganze Welt. Jeder braucht ein Foto auf dem ganzen Planeten. Kommt ihr gerade vorbei, könnt ihr sie mitnehmen. Zum Beispiel. Das ist nur ein Beispiel. So, dann haben wir natürlich die ganzen Clubs hier. Ja? BDFA und wie der heißt. So, Foto, Film, was weiß ich. So, alles schön und gut. Ja? So, ich mache jetzt mal so einen auf Werbefreak, wie Media und so weiter. Ne? Ich mache ja immer noch, ich habe die Schnauze voll, bin immer noch nicht im Kostüm, um das auf den Weg zu bringen, dass ich die Schnauze voll habe. So ein Choleriker soll es werden. Ich denke mir den gerade aus. So, wie gesagt, Media-TV, Ambiente-TV, also die Leute, die euch Werbung verkaufen für Monitore und was weiß ich nicht alles. Ich kann euch nur eins sagen, dass ein Kunde gezielt irgendwo hingeht. So, keiner von euch, ob nun in Hamburg, Frankfurt, egal wo ihr jetzt gerade hier zuschaut, jetzt gehe ich da hin und mache, es ist so ein sehr uriger Laden hier. Das ist total urig hier, der ist wirklich urig, der soll ja auch urig bleiben. Und gut, jetzt viele Schauspieler, wie gesagt, waren schon hier und waren erstaunt und Kunden sind jeden Tag hier erstaunt, weil hier internationales Publikum ist. So. Nur, ob wir jetzt hier einen Club haben, ob wir jetzt hier Freunde sind, ob wir Medien machen, ob wir Blu-ray, Normaldisc, was weiß ich nicht alles. Roundabout Medien. Roundabout Copy. So, Industrie 4.0. Natürlich kann ich euch schicken über Dropbox und so weiter. Aber das ist eben, das geht alles nicht so, weil man muss es ja auch bezahlt bekommen. Ja? Alles schön und gut, aber die Werbeindustrie sucht natürlich neue Wege, aber die Werbeindustrie sollte ehrlich sein. Welche Werbeindustrie schon ehrlich? Ich meine, das Produkt, was man euch zeigt, ist ja schon der Knaller, der Burner. Beißt da rein, was ist das denn? Ne? Zum Beispiel. Und wie kann man, also das ist jetzt mal so ein etwas ernsteres Video von Sondersender Ultra D, WebTV, eurem AWR Movie, hier Film- und Fotoproduktion. Wie gesagt, meine eine hat jeden Tag damit zu tun. Meine eine unterhält sich auch, wie gesagt, mit den Firmen, auch mit den Schauspielern. Aber überwiegend stelle ich fest, dass die wirtschaftliche Kriminalität nicht nur in den Immobiliensachen laufen, sondern vor allen Dingen in den Medienbereichen laufen. Ja, also man zockt euch ab, ihr bekommt aber nichts dafür. Ich meine, wer braucht Werbung? Ich meine, wenn es nicht läuft, macht zu. Feiern. Was soll man denn sonst machen? Ja? Keiner aus Hongkong kommt zu dir und macht bei dir die Haare. Ja, so schön kannst du gar nicht werden. Ja, da sind einige Star-Friseure da und dann war es das. Man muss sie schon im Umkreis. Das muss im Umkreis sein. Das muss wirklich hier sein und nicht in Duisburg, Dortmund, Hannover, Frankfurt. Das ist doch totaler Quatsch. Oder hier bei Facebook. Man soll von morgens bis abends bei Facebook seine eigenen Produkte für teures Geld nochmal, damit man irgendwelche Leute zuschaltet und so weiter. Sei mir nicht böse, aber ich fühle mich nicht so wichtig, dass ich jetzt hier überall zugeschaltet werden müsste. Ich bin ja froh, wenn zwei, drei Leute zugucken. Ja, das ist nun mal, das ist noch alles noch nicht in trockenen Tüchern. Das ist alles wieder so eine Art Zukunftsmusik. Einmal Strom weg, geht gar nichts mehr. Ja? Ist halt so. Ja. Und ja, tut's nicht. Tut's einfach nicht. Also wie gesagt, das ist meine Werbung hier, aber ist nur gültig hier vor Ort.
Ja? Oder hier diese Passfoto-Studio-Geschichte hier, die ist nur für nur hier. Also nur die Schauspieler, die hier sind. Kein Schauspieler kommt aus Frankfurt, Mainz oder Hannover, Köln. Ja, okay, Köln. Köln, München, Gladbach, Düsseldorf, die kommen schon. Aber das ist ja hier im Nahkreis. Die Autobahn, zack, zack, und dann fahren sie sofort wieder weg. Das ist okay. Das ist okay. 50, 60 Kilometer Radius ist in Ordnung. Ja? Aber alles, was darüber hinausgeht, da Werbung schalten, nee. Nee. Copyshop gibt es überall, okay, nicht so ein wie hier. Und Fotofilmfreunde gibt es überall, okay, jetzt nicht so wie hier. Aber das soll ja auch urig bleiben. Das Ganze soll hier urig bleiben. Und während ich arbeite hier, drücke ich den Knopf, weil da schon wieder was zu Ende ist. Ne, so noch nicht. Okay. Ja, einige Filme so merkwürdig, da weiß ich nie, wann ist Ende, wann ist nicht Ende. Aber so ist es nun mal. So, was wollte ich noch gesagt haben? Die Sachlage ist einfach nur die, aber ich unterbreche das Ganze jetzt. Ihr seht immer eine Live-Schaltung hier. Ja, mache ich gar nicht. Und ja, also passt bitte auf. Passt bitte auf, was da so abgeht. Ja? Schaltet bitte nicht irgendwelche Werbung für sündhaft teures Geld, das bringt nichts. Also meine eine achtet auch nicht drauf, wenn du jetzt Friseur bist, wenn du Metzger bist. Oder wenn du Beauty, naja, tut's nicht. Machen wir so eine Warnung, weil es ist jetzt Weihnachtszeit, da sollte man auch ein paar Geschenke geben, ein paar visuelle Geschenke. Passt auf mit Werbefirmen, mit Werbe-TV und Media-TV, Ambiente-TV, achtet bitte drauf. Das sind knallharte Werbeleute, die euch eine Geschichte von 50 Euro anbieten. Wenn der unterschrieben hat, kommen 500 oder 5000 auf euch zu. Das ist kein Scherz, das ist jetzt übertrieben, aber es kommt eine Summe auf euch zu, da habt ihr überhaupt nicht, da habt ihr überhaupt nicht unterschrieben. Also ihr wollt das gar nicht haben. Und ihr bekommt die Werbung irgendwo, in irgendeinem Ort wird die Werbung geschaltet. Ja, so sieht's aus. Ja, also, dann unterhaltet euch untereinander als Firmen und tauscht euch aus, unter uns. Wenn man jetzt hier ist, in diesem Medienhaus, wo wir, wie gesagt, mit Schauspielern arbeiten und mit normalen Bürgern arbeiten, will der wissen, ob nebenan ein Euroladen ist? Oder will der wirklich wissen, dass irgendwo in Düsseldorf ein guter Friseur ist? Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Also, nee. Also ich mache jetzt Werbung seit 1966 aufwärts. Ich arbeite wirklich beruflich und ich kann nur sagen, nee, das geht nicht. Klappt einfach nicht. Ja? Und solche Firmen da sind immer so mit sofort mit Anwälten arbeiten. Also es geht alles über Anwälte und so. Lass die Finger davon. Lass die Finger davon. Ein Wort. Also ich rede jetzt von den Gewerbetreibenden, die gerne Werbung schalten möchten, ob nun Bilder, sprechende Bilder, laufende Bilder, bewegte Bilder. Oder den Film. Ja. Fette Werbung wird nur bei den fetten Großen gemacht. Und auch nur die fetten Großen haben eine Chance, mit dieser Werbung etwas zu machen. Denn die können die absetzen. Das bisschen, was wir hier treiben, können wir nicht absetzen. Also lasst es sein. Macht lieber selber Werbung. Was weiß ich, macht kleine Videoclips oder so. Aber passt bitte auf diese ganzen Medienfirmen auf. Ja. Also ich habe hier so viel erlebt jetzt mittlerweile, da habe ich gesagt, gut, ich mache so eine Art Werbung, ihr kennt mich ja. Achtung bitte, passt auf, schaltet bitte keine Werbung, das bringt euch nichts. Doch den anderen, aber nicht euch.